Wer spricht dort? Hallo, wer ist denn da? Wo sind Sie? Wer spricht mit mir? Oder bist du es, Vater? Bist du hier? Niemand ist im Labor. Was ist das bloß? Das Licht einer fremden Sonne erwartet dich. Das Licht einer fremden Sonne? Da spinnt wohl einer, was? Was soll denn das? Das Licht einer fremden Sonne. Wir sind ja auf dem Mond und da gibt es nur eine Sonne. Was ist los? Ist was mit dem Dimensionssprecher? Hallo, ist hier wer? Ich habe wieder mich hier erwischt. Dann setzt es was. Komisch, dass die Sperre offen war. Jemand hat vergessen, den Roboter anzuschalten. Oder? Der Dimensionssprecher ist eingeschaltet? Ist das möglich? Vater würde nie... Nein! Nein, ich will nicht! Ich will dich nicht. Inch, maybe an eighth of an inch, but I can see
Warum haben Sie uns rufen lassen? Weil ich zwei erstklassige Spezialisten mit Ihnen. Ist eine Antwort? Nicht so ungeduldig. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen. So, geben Sie Ihre Karten in den Schnitzelbogen und beim Abend. Solltest, Professor, Sie kennen uns doch. Sicher, Herr Stufe. Selbst ich muss mich dem Automaten gegenüber grundsätzlich. Okay, I'm on the top step and I can look down over the ICU. Es geht nicht. And again, Dad? Recht so? Nein, nicht Ihre üblichen Karten. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. Zufrieden, Professor? Schon lange. Hoffentlich ist es der Automat auch. Sonst öffnet sich diese verdammte Tür nicht. Yeah, that might be very comfortable and Walkie is also very comfortable. So, die Entfernungen zwischen den Sternen überbrücken wollen. Und wenn es so, das ist mit Sicherheit kein Raumschiff oder sollte das gesamte Forschungslabor Parsec in Wirklichkeit ein Raumschiff sein, mit dem man unser Sonnensystem verlassen und zu anderen Sternen fordern? Das ist das Problem. Ja, was dann, Professor? Spannen Sie uns doch nicht so lange auf die Folter. Lass mich gleich umfallen, wenn mein Vater zum Kern der Sache kommt. Ja? Dankeschön.